Sie schlagende Frauen. Ja, ja. Hm? Nicht schön. Ne? Nee, ne? Nee. Mag ich auch nicht so sehr. Sich schlagende Männer sind auch nicht schön. Du fährst gerne Straßenbahn, ne? Ja, sehr. Die Straßenbahn ist eines der schönsten Fortbewegungsmittel, muss ich mal sagen. Ich bin ja großer Straßenbahn-Fan und besuche immer wieder gerne das Straßenbahnmuseum hier in Frankfurt. Auch in Darmstadt, eine Stadt, die sich besonders durch eine hervorragende Straßenbahninfrastruktur auszeichnet, gibt es ganz tolle Linien und ganz, ganz tolle Bahnen. Und wir möchten heute Abend einfach mal ein bisschen Straßenbahn fahren mit Ihnen zusammen durch Darmstadt. Michi Hahl, bitte lass uns sofort und ohne großen Bohai und großes Gelaber, weil ich weiß auch gar nicht, was ich dazu großartig sagen soll. Ich freue mich, dass wir diese fantastische Fahrt machen können und möchte mich hier nochmal bei der HEAG bedanken, der Hessischen Energie AG, die die Straßenbahn in Darmstadt betreibt, die uns diese wunderbare Fahrt ermöglicht haben. Wir fahren übrigens, mit welcher Linie, Herr Barlow? Jetzt habe ich den Zettel liegen lassen. Ich bin mit der Linie 3 und wir fahren wo los? Casinostraße. An der Casinostraße. Wir fahren durch die Innenstadt, also wir fahren auch in durch den Luisenplatz und so weiter, genau. Und wir sind in einer Spezialstraßenbahn unterwegs. Wir sind zu Gast mit dem Ausbildungsleiter bzw. mit dem Fahrlehrer aller Straßenbahnfahrer Darmstadts. Achten Sie drauf, jeder Straßenbahnfahrer, der uns entgegenkommt, kennt unsere Bahn und unseren Fahrer. Und uns. Und uns. Ja. Ja? Also, eine wunderbare Straßenbahnfahrt. Dankeschön, dass du mir den Zettel geholt hast. Eine wunderbare Fahrt durch Darmstadt. Es geht los, wie gesagt, an der Casinostraße. Bitte schön. Von Feuerwehrwache übrigens. Ah ja. Also es ist die Strecke, die kommt vom Bahnhof jetzt gerade, die Bahn. Und fährt nach Darmstadt-Bessungen. Bessungen. Bessungen. Das ist da, wo die Comedy Hall ist. Genau. Sehr lustiger Stadtteil Bessungen. Ja. Ne? Bessungen der Bursche und so, Bessungen der Cap. Und was es da alles gibt. Bei so einem Wetter sieht alles ein bisschen aus wie im Osten, ne? Ja. Sieht aus wie Warschau oder so, finde ich. Gdansk. Hast du unser Signal gesehen? Wir durften weiterfahren. Ja, ne? Ob man jetzt die Müllwerke auch kennt? Die Müllabfuhr, die ja, grüßen sollten wir schon mal. So, also man muss kleiner grüßen. Das ist das letzte Mal schon. Ich war zu viel gegrüßt. Straßenbahnfahrer grüßen eher noch ja. So. Das ist eine Station jetzt hier. Oh, ich bin früher gerne in den Straßenbahnen gesessen, hier in Frankfurt. Ja. Als noch die, weißt du noch, hier den. Und dann hatten die immer, die ganz coolen hatten links einen Handschuh an und so eine fiese Sonnenbrille. Ja? Das stimmt. Und immer links mit Handschuh. Oh, und Kaugummi. Oh, ich würde auch ständig anhalten für Frauen, für gut aussehende Frauen und Türen nochmal aufmachen. Auch wenn sie gar nicht rein wollen. Ja, ja. Weißt du, dass Straßenbahnfahrer dich nicht rauslassen dürfen, wo keine Haltestelle ist? Und Busfahrer auch nicht? Dürfen die nicht. Aus Versicherungsgründen. Nicht versichert. Ich würde es machen. Ich auch. Weil ich ihn reinlassen. So. Schon schön, Darmstadt. Schöner oder? Scheibenwischer auch. Es ist leider ein bisschen blödes Wetter noch. Letzte Woche haben wir das aufgezeichnet. Lag noch Schnee. Guck mal. Und heute schon jetzt Boller. Jetzt Boller. Ja. Ist halt im Süden Darmstadt. Oh, siehst du, wir mitfahren hier. So. Für uns ist rot sowieso. Nee, für uns war nicht rot. Da war doch. Das war nein, der, wenn der Balken so ist, heißt es freie Fahrt. Ach, wenn er so ist, heißt rot. Ah, ich würde auch nur läuten. Die haben ja auch drei verschiedene Klingeln. Die haben Bring, die haben Pling, Pling, wenn sie mit dem Fuß treten und die haben Mäh. Ja, das Mäh ist, wenn es ganz, ganz, ganz ernst ist. Ne? Ja, ja. Das ist selten eingesetzt, aber dann ist wirklich Alarmstufe rot. Das ist ja, fällt dir mal auf, in Darmstadt darf man auch nicht so viel links abbiegen. Ne? Ja. Frankfurt ist ja auch so eine Linksabbiegeverbotsstadt. Da beschweren sich Leute immer, die aus Berlin kommen. Ja. Dafür bist du als Frankfurter in Berlin komplett aufgeschmissen im Auto, weil du fährst ständig auf der linken Spur und ahnst nicht, dass es immer Linksabbiegerspuren sind, musst dich dann wieder rechts einordnen. Ja. Und vor allem nach jeder Kreuzung sind drei Spuren vor einer Kreuzung und die linke geht dann, ist eine Linksabbiegerspur und die beiden rechten Spuren schlängeln sich nach der Kreuzung und werden wieder geradeaus. Und das kapiert man oft. Muss also man wissen. Schwierig. Die haben noch Straßenbahnen mit Anhängern. Das ist schön. Gibt es in Frankfurt auch schon nicht mehr. Selbstverständlich. Nee, mit Anhängern laufen fahren nicht mehr. Nicht? Nee. Sehen wir die Ampel gar nicht, habe ich. Das ist ein bisschen doof, ja. Was ist das? Weiß ich auch nicht, hat den Motor ausgemacht. Aber das klang gar nicht gut. Hey, 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 hey! Komm, mal die Biege da. Vor der Straßenbahn mit dem Handy telefonieren. Das ist gefährlich. Ja, ja, klar, für beide. Da geht unser Airbag. Hat er einen Straßenbahnfahrer Airbag? Nee, ne? Ich glaube nicht. So, hallo! Da, guck. Laufen, guck mal, jetzt muss der Bus anhalten wegen der. Mensch, Mensch, der Mendel. Werden schon Gesetze? Ja, genau. So, bing, bing. Hätten wir grüßen sollen, ja. Ich hab gegrüßt. Du hast gegrüßt? Guck, wieder mit Anhänger. Anhänger. Da steht der Echo.
Ah, ich würde nur läuten. Der ist in Frankfurt jetzt gerade, hat sich verfahren. Busser hat gegrüßt, hast du gesehen? Ja. Ich habe mir auch zugenickt. Was heißt das Blinklicht da jetzt? Obacht, Straßenbahn. Nee, ich glaube, dass die Weiche nach rechts gestellt ist, die nächste. Was steht denn da vorne? Andere Straßenbahn. Oh, jetzt ein Rennen fahren. Komm, den holst du ein. Ja. Jetzt kommt uns einer entgegen. Achtung, grüßen. Wir grüßen unauffällig, ja? Wir machen nur so. So. Also, ganz cool. Oh, der muss anhalten wegen dem LKW-Penner da. Achtung, jetzt. Das war richtig. Ja, das war gut. Ampelrot, wieder eine mit Anhänger. Ich grüße auch den Anhänger. Haben wir auch eine Bahn mit Anhänger? Fahren wir mit Anhänger? Ich meine ja. Mal gucken. Ja. Ist Anhänger, ne? Ja. Wie Straßenbahnen es da gibt. Überall kreuz und quer. Darmstadt ist schön übrigens. Straßenbahnparadies. Weißt du, dass Darmstadt früher mal mehr gelegen hat? Ja, das merkt man heute noch. Ja, finde ich auch. Südliche Flair. Mediterranes Gefühl, das es ja gibt. Jetzt fahren wir direkt auf den Luisenplatz raus übrigens. Mhm. Bisschen lang die Ampelphasen da. Finde ich auch, ja. Das ist, glaube ich, auch der Ring hier, ne? Ist das nicht der Ring, der um die Innenstadt herum führt? Der Innenstadtring, oder wie der heißt? Ich meine, der erste ja Ring oder so? Der erste Ring ist Wiesbaden. Ja. Jetzt würde ich nochmal klingeln, oder? Jetzt. Ja, Bing! Auf alle Fälle. Ich finde ja, alle Ampeln sollten auf grün schalten, sofort, wenn eine Straßenbahn kommt, oder? Das wäre richtig. Ja, jetzt geht's weiter. So, ohne klingeln, eieiei. In die Fußgängerzone. In die Fußgängerzone, das ist schön. Das ist interessant, da steht nicht Straßenbahnen frei. In Frankfurt würde er stehen. Auf alle Fälle. Ich meine, was willst du auch machen? Wenn das ja nicht stehen würde als Straßenbahnfahrer, was machst du dann? Du rechts ab? Das ist das Mediterrane an Darmstadt. Ja, ne? Ja. Da lässt man einfach 5 gerade sein. Und laissez-faire. Ja. Das ist jetzt. Und dass die alle jetzt so da. Guck, die Weiche steht nach rechts. Ah, Vorsicht, grüßen. Oh, guck mal. Ich hab zu viel gegrüßt. Hast dich vergrüßt. War da rechts vor links jetzt oder woher haben wir jetzt gewusst, dass wir stehen bleiben müssen? Das war der Karl, der. Immer Vorfahrt. Hey! Komm jetzt mal, doch Mensch, wo komm mal. Das ist wieder, man legt ihn nicht auf, das ist südländisch. Das machen das so hier. Achso, ja, schon, das ist alles ein bisschen lockerer. Zipfelmütze. Auch lustig. Da. Das ist jetzt Innenstadt von Darmstadt, ne? Ich meine, wenn man da rechts hoch geht, kommt man irgendwo hin. Zur Zentralstation. Gell? Sag mal. Da geht's dann hoch, da ist links so eine Passage. Ja. Und dann kommt man direkt an der Zentralstation raus. Ich glaube, hier durch kommt man auch durch eine andere Passage, auch direkt zur Zentralstation. So, aber das sind ja nur Wahnsinnige hier. Könnt ihr mal weggehen von den Schienen? Achtung, Busfahrergrößen. Hinter dem Busfahrer ein Kind kommen, kann ein Kind kommen, nicht so schnell. Weißt du, so Kinder, die hinter den Fahrzeugen kurz angelaufen kommen. Das ist die Uni. Darmstadt der Uni. Ja. Ja. Und die Polizei ist da auch übrigens gleichzeitig. Ja? Ja. Hat man selten. Hier sind wir übrigens mit Straßenstraß schwarz gefahren. Sind hier losgefahren, an der Station. Marktplatz. Darf man das eigentlich? Ja, wir hatten ja heimlich doch Tickets für ihn. Ah. Ja, wir haben nur gefragt, ob sie schwarz fahren würden. Die wussten nicht, dass wir schon Tickets hatten. Das wäre eine Anstiftung zur Straftat, ne? Schwarzfahren ist noch keine Straftat, das ist noch eine Zwischigkeit. Oder? Straftat. Mittlerweile? Ich glaube ja. Egal, aber sie haben ja keine begangen, weil wir hatten ja ein Ticket für sie dabei. Schlimmer als Betrug und so Sachen. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt fahren wir aus der Innenstadt praktisch schon wieder raus. Das war schon da, die Innenstadt, guck, die zwei Polizeiautos. Und fahren jetzt bereits Richtung Besungen. Ja. In Besungen ist die Comedy Hall in Besungen? Und nicht, ja. Ein hervorragendes Theater, das wir an dieser Stelle nochmal wärmstens empfehlen möchten. Körbel und Abrazzo leben dort. Die beiden Ratten, die wir lange, lange hier bei Late Lounge zu Gast hatten. Und der Hotz. Der Roland Hotz. Der Rattenpapa ist. Der Vizepräsident von Darmstadt 98. Guck mal, Gelenkbus. Schön. Nein. Oh. Nee, die sind ja in der Bessunger Knabenschule. Da war ja früher die Bessunger Knabenschule. In der Turnhalle. In der Turnhalle, ja. Da sind genau die jetzt mit ihrer Comedy Hall. Deswegen ist das eindeutig Bessungen. So, dann haben wir da jetzt. Ein Riesenstraßenbahnnetz, was sie da haben. Wie viele Linien, wie viele Linien da eben. Oder? Ein Eldorado für Straßenbahnliebhaber. Und ich glaube, Bessungen selbst ist ja sehr, sehr beschaulich. Ne? Das ist ja eher so mit kleinen, engen Gässchen. Ja, und kleinen Menschen. Der läutet immer, wenn er losfährt. Hast du gemerkt? Das muss der. Muss der? Ja. So, was haben wir da? Das finde ich in Berlin ziemlich klasse, bei den S-Bahnen, wenn die mal so in den U-Bahnen, wenn die mal das Geräusch machen, wenn die Türen zugehen. Mäp, 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 mäp. Stimmt. Das ist ja ein Vogel. Schulstraße ist das jetzt, ne? Mhm. Der steht jetzt auch nicht straßenbahnfrei, siehst du? Ja, guck mal. Obwohl da nicht steht, dass Straßenbahn frei hat, fahren wir trotzdem durch.
Das ist Darmstadt, das ist Lebensfreude. Ja. Pur. Lebensfreude pur, ganz genau. Der kommt ja. Grüßen, unauffällig. Bereit machen zum Grüßen. Linie 9 nach Griesheim. Der ist nicht gegrüßt, der hat nicht zurückgegrüßt. Doch, mit dem Finger. Hat er? Ja, ja, ganz cool. Echt, echt nur so? Extrem cool. Das ist eine schöne Wohnung. Guck mal da oben. Da. Da wohnen. Du gerne wohnen? Ja. Mit rund alles. Runde Fenster und eine kleine Terrasse. Cool, LKW ohne Werbung auf der Seite. Ja. Wahnsinn. Noch einer ohne Werbung auf der Seite. Der könnte überall Hessischer Rundfunk draufstehen. Ja. Ja? Ja, der wohnt unter oben. Also, ich könnte das stundenlang machen. Also, wenn die Leute, die da oben wohnen und sehen, dann mögen die bitte doch sich mal melden. Ja. Sagen, wie man da so wohnt. Falls Sie gerade eingeschaltet haben und sich wundern, was wir machen, wir fahren durch Darmstadt mit der Straßenbahn. Ich glaube, es reicht an Erklärung, oder? Und es macht einen gewaltigen Spaß. Ja. Oh, lalala, da haben wir den Filter gewechselt eben. Hm? Das Haus war eben noch grau, jetzt ist es gelb. Ja, Darmstadt. Guck mal, sehen wir richtig Speed. Das ist das Licht von Darmstadt, was ja jetzt Jahrhunderten die Maler animiert, dort zu malen. Wie Casablanca. Aber es wird sehr, sehr... Achtung, Grüßen. Gute. Sehr, sehr entspannt gefahren in Darmstadt, so ein Eindruck, ne? Stehen eigentlich wenig Autos auf den Schienen. Das ist wahr. Fahren wir auch mal durch Kassel? Das haben wir auch vor, ja. Da freue ich mich drauf. Kassel ist ja meine heimliche Lieblingsstadt. Du warst neulich in Kassel, ne? Ich war neulich in Kassel, ja. Mir hat dir sehr gut gefallen auch. Das war klasse. Wir waren übrigens am selben Tag da, weißt du das, ne? Ich war da und hab für Straßenstraßen gedreht. Wir waren gerade mal so ein paar hundert Meter weiter untergebracht in verschiedenen Hotels. War wahrscheinlich beide gleich gut, ne? Wir wussten nichts voneinander. Mhm. Wieder bring beim Losfahren. Ganz sehr, sehr vernünftig. Weil hier hinter dem LKW hätten Kinder vorkommen. Und er hat das Fahrzeug gesehen. Da war ein Auto, das habe ich gar nicht gesehen. Da war ein Kraftfahrzeug hinter dem Lastkraftfahrzeug. War ein Personenkraftwagen. PKW kam hinter dem LKW vor. Und deswegen hat er mal prophylaktisch geklingelt. Aber also, man merkt schon, wir fahren jetzt auf den Berg hoch. Und siehst du, wie mehr Schnee liegt plötzlich? Ja. Schneechaos sozusagen. Da steht jetzt das Straßenbahn. Nee, Fahrradfrei. Nee, Radfahrerfrei. Radfahrerfrei steht da. Da hat auch einer gefahren. Wir können eine Minute halten. Was? Den Akku. Gib mir den Akku, der liegt. Sehr schön. Fahren Straßenbahn mit Akkus? Wurde der Fahrzeugführer angesprochen während der Fahrt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist ja strengstens verboten. Ja. Wohl, das hat mich immer genervt. Kennst du denn diese, früher gab es immer so Tussen, die haben mit dem Busfahrer gestanden, stundenlang mit dem geredet. Ja, ja. Ja, ne? Das ging dann plötzlich. Ja, und er hat sich immer so rüber im Schritt so gekrault. Ja, genau, aber hat auch immer zu ihr rüber geguckt, so bla 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 bla. Ja. Und dieser Zettel, den kann ich verschwinden lassen. Ist auch schon toll, ne? Nee, gar nicht, geht gar nicht so richtig. Das geht überhaupt nicht. Nee. Erstaunlicherweise. Komisch, der ist auch blau. Ja, so verschwindet er ein bisschen, guck. So ein bisschen, ja. So, wie sind jetzt? Ja, jetzt fahren wir, jetzt ist richtig Besserung. Ich glaube, wir können es an der Stelle lassen, oder, Michi? Ja, wenn ich noch jetzt noch... Manchmal steigern kann man es, glaube ich, eh nicht. Nee. Ich glaube, wir steigen an der nächsten, steigen wir aus, oder? Ja, vielleicht können wir noch, haben wir Glück, wir können noch einmal grüßen. Ist lange nichts mehr entgegengekommen. Ja, eben. Da muss jetzt was kommen. Ja, da hätten wir jetzt auch nicht gleich klingeln müssen, finde ich, oder? Das war jetzt ein bisschen übertrieben. Finde ich auch. Tempo 30 zählt, gilt das auch für Straßenbahnen dann eigentlich? Ja. Der Weinschlamp. Für alle Boote. Weinschlamp. Weinschlamp? Ja, habe ich auch. Oi, oi, oi. Da geht's ab, da drin. Oh, hier ist aber auch... Da können wir nochmal grüßen. Da kommt noch eine Grüße und Grüße. Aha. Vorher nochmal anhalten. Hallo, mach mal, dass du da wegkommst.
Oh, den können wir jetzt ja können wir richtig Grimassen machen und so, so Zeichen ja. geben. So. Ja. Oder so. Doch witzig. So, grüßen. Jetzt grüßen. Gute. Der hat nicht zurückgegrüßt, ne? Nee. Der ist seinen Job los. Ja, das war's da mit dem. Ja. So, jetzt kommt eine Haltestelle, steigen wir aus. Ach nee, das war eben eine Haltestelle, ich bin ja blöd. Dann fahren wir noch eine weiter. Genau, da steigen wir aus. In der Weinbergstraße. Obwohl wir noch eine Station könnten wir noch fahren, das ist in der Ludwigshöher Straße. Das ist schon die Endstation dann, Herr Ballhof, oder? Genau. Ach, guck mal, Fachwerk, jetzt ist es richtig schön. Da war eben ein Wirtshaus, das ist Linie 3. Mhm. Aber wir haben grün. Was heißt denn das S, was da geblinkt hat? Eine Straßenbahn. Wie, für die Straßenbahn blinkt ein Schild, wo Straßenbahn draufsteht? Ja. Das ist jetzt Bessunge. Da das ist richtig ist nett. Ja. Guck mal. Vielleicht so ein bisschen wie Seckbach hier in Frankfurt oder so, ne? Wie Seckbach ohne Straßenbahn, mit Straßenbahn. Früher fuhr die Seckbacher, die Straßenbahn durch Seckbach. Ja. Kannst du noch erinnern? Ja, kurz nach Krieg. Nach der Gefangenschaft. Da hinten wird es einspurig, ich krieg einen Föhn. Siehst du das? Oi, wenn da mal nicht alles gut geht. Da muss man genau aufpassen. Wir haben jetzt zum Beispiel noch rot, wie man hier erkennen kann. Und da steht, was steht da, eine 3 oder eine 9? Was steht da überhaupt? S. S ist weg. Das heißt, dass es gleich grün wird wahrscheinlich. Schnell heißt es S. Ah, jetzt können wir nicht so schnell dahin fahren. Jetzt haben wir grün. Jetzt wird es einspurig. Jetzt darf uns kein, wenn uns jetzt einer entgegenkommt, knallen wir frontal zusammen. Guck, ob man die Weiche merkt. Die hier? Ja. Oh ja, ein bisschen. Guck mal hier, darf man jetzt nur links oder rechts, außer wir, außer uns. Wir dürfen da mit dem Was steht da für ein Schild jetzt? Was steht da schon? Lieferverkehr, Linienverkehr vor. Das lohnt sich jetzt. Gut, dass wir noch drin geblieben sind. Das ist nochmal ein schönes. Gefällt mir. Schönes Schnallt und eng. Mini links zu sehen. Krankenwagen, ja herrlich, wundervoll. Das ist aber noch nicht die Endstation, Herr Ballhof. Nee, wir haben uns vertan. Jetzt kommt die letzte. Also das ist die vorletzte, jetzt kommt noch eine und dann ist Schluss. Da geht es dann nämlich in die Natur hinein. Ich sehe es da hinten. Da bleiben wir jetzt noch ein bisschen. Oh, und gleich grün bekommen. Meinst du, die wird ferngesteuert, die Ampel? Ja. Also so, wir haben Signal ausgesendet, dann wird die Ampel grün. Denke ich mal. Das finde ich sehr praktisch. So muss es sein. Und hier wird sie zweispurig. Jetzt wird es wieder ein bisschen langweiliger. Gefahr gebannt. Endstation, bitte alle aussteigen. Tiefster Winter und besonnen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Eine Woche ist es her. Ja. Die Durchnatur, wie der Schwabe sagt. Oh Gott, wo geht's jetzt lang? Der muss stehen bleiben. Nee, ne? Aber warum hat er jetzt gebimmelt? Oh, da steht Straßenbahn frei, komischerweise. Ja, da ist nur die Endstation. Wenn er jetzt nicht Straßenbahn frei stehen würde, würde er doch trotzdem dahin fahren, oder? Sicherheit. Die kennen da nichts. Und das ist der Wendebock dann hier. Genau. Wahrscheinlich. Toll! So, dann vielen Dank, liebe Heag, dass wir mitfahren durften. In der Straßenbahn durch, durch Darmstadt, Basel. Oh, sehr schön. Schöne Sache. War ein Erlebnis. Ja. So. Nach diesem überaus ereignisreichen Abend möchte ich dich bitten, uns noch einen Ausgetipp zu geben. Mein lieber Kabarettistenfreund Arnim Töpel, ganz toller Mann, ein Kabarettist, einer der ruhigeren, leiseren Sorte, was auch seine Witze angeht. Keiner, der einen da biegen lässt vor Lachen und Brüllen, sondern eher intelligente, leise Witze macht. Sehr guter Pianospieler auch, spielt auch Musik zu seinem Programm. Ist übermorgen am Samstagabend in Langen in der Stadthalle um 20 Uhr. Und dann noch ein kleiner Hinweis auf vielfachen Wunsch. Wer kocht, schießt nicht. Meine Kochsatire spielt auf vielfachen Wunsch in Thüringen am Samstag. Nein. In Lauscha in Thüringen, wo wir übrigens ganz, ganz viele Fans haben. Mhm. Ich muss die mal grüßen. Thüringen, hallo. Weil ich habe mit einigen Leuten telefoniert die Tage, ja. Und alle ganz froh, ganz stolz, haben sich gefreut, dass der Michi nach Thüringen kommt. Ich werde auch vor Ort sein.
in Lauscher im Landkreis Sonneberg, am Samstag 20 Uhr im Kulturhaus. Das wichtigste Ereignis ist natürlich... Und dann, zu guter Letzt... Na? Die große, weil große Singkastenparty. Das hängt nämlich damit zusammen. Mhm. Ich fahre ja Samstag früh oder Mittag irgendwann nach Lauscher in Thüringen. Das heißt, ich muss relativ früh aus dem Nest. Mhm. Trotzdem werde ich bis in die Puppen im Singkasten sitzen. Und rauchen. Und rauchen. Sehr schön. Ich lege dazu auf. Das Ganze findet statt am Freitag, also noch einmal schlafen, nicht zu sagen morgen, ab 21 Uhr im Frankfurter Singkasten. Die große, große Late-Lounge-Party. Das Ganze wird für Sie jetzt nochmal zusammengefasst. Dann sehen Sie nochmal alle Informationen dazu. Sie können auch noch unseren Newsletter abonnieren auf www.latelounge.de. Wenn Sie das heute noch machen, bekommen Sie morgen zum ersten Mal unseren E-Mail-Newsletter und bekommen auch gleich einen Gutschein über 1 €. Sie kommen vergünstigt rein auf unsere Late-Lounge-Party. So, bei uns geht es weiter mit Nightwash und danach mit Zimmerfrei mit Christoph Maria Herbst. Und nicht nur im Singkasten sind wir morgen Abend zu sehen.